Moin Moin und herzlich willkommen bei Mein Fernseher ist kaputt und zu einem neuen Video meiner Spukschloss-Reihe. Das Spukschloss von Bartsch hatte seine Premiere auf der Versmolder Kirmes gefeiert. Dort lief nicht alles glatt, aber es gab trotzdem noch ein Happy End. Und das könnt ihr jetzt hier in diesem Video sehen, was ich euch jetzt einblende. Oder ihr bleibt erstmal bis zum Schluss und dann guckt euch das dann später einfach an, weil ihr braucht jetzt nicht großes Vorwissen, um dieses Video zu sehen. Der zweite Spielort des Spukschlosses war auf dem Jahrmarkt in Osnabrück. Der Versmolder Horrorhof war auch da, das ist ein Scare-Actor, die machen das ehrenamtlich. Und jetzt seht ihr auf jeden Fall ein paar Eindrücke, wie die aussahen und generell auch vom Spukschloss. Und danach melde ich mich wieder. Ja, wen habe ich hier? Du bist? Ja, wen haben wir hier? So, so sieht es gruselig aus. Ja. Ja, jetzt stehen wir hier im Spukschloss, im ersten Raum, wo Leute reinkommen. Das ist der Eiko Bartsch. Der macht das Ganze mit Stefan Bartsch hier zusammen. Ihr kennt vielleicht auch mein Aufbauvideo, wo es demnächst auch vielleicht ein Abbauvideo geben wird, weil ich es einfach rückwärts abspielen werde. So, ja, geil. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen an. Ja, hier haben wir unseren Schlossraum, wo man halt als erstes reinkommt. Ne? Wir haben Fahrgäste. Jetzt müssen wir. Jetzt kommen Fahrgäste. Stellen wir uns mal hier ins Dunkle irgendwo. Ja. Ja, wir haben Fahrgäste gehabt. Wir haben Bodennebel. Und jetzt haben wir Bodennebel auf einmal hier. Was ist das denn? Ja, ist ja mega. Sind ja sogar bemalt hier die Planen. Ja. Jetzt zum Glück dunkel. Ja. Ah, die Figur hat endlich eine Maske. Hier. Genau, weil die sah. Da kommen noch Hände dran. Geil. Macht die Arme noch voll gut. Vorne. Oh, die kommt dann so raus. Genau, an so ein Scherensystem. Ja, das kenne ich ja vom Spookmänner hier, die
im Baum. Genau. Ist einmal zersäbelt. Ach ja, hier ist ja. Hier ist ja auch ein Monster. Ja, das finde ich halt geil hier, ne? Richtig krass. Oh ja, das ballert ja ganz schön. Man hört es auch wahrscheinlich im Sound ein bisschen gleich. Finde ich aber richtig cool, die... genau, das Schiffswrack und hier die Figur, die auseinander geht. Müsste noch. Ja, und die Figur, die ihr gerade gesehen habt, die kann eigentlich nur auseinandergehen. Hallo? Ah, man sieht ihn nicht. Ist das geil? Ah, doch, wollte ich sagen, noch gekippt. Ja. Ganz simpel, aber voll geil, finde ich. Ja, Zuckung. Den haben wir dann so bearbeitet, dass er jetzt dann sich auch, dass er Zuckung kriegt. Richtig, richtig gut, ey. Ja. Läuft doch. Der Gaukler. Ihr wollt mehr Geisterbahn fahren, auf Kirmessen gehen, Geld sparen und einfach sorgenfrei in euer Leben sein? Dann meldet euch bei Dustin von Artelis Finanz. Ich bin selber auch bei Ihnen in der Beratung und bin super, super happy. Jetzt kommt ein kurzer Clip und dann geht's weiter mit dem Video. Mehr Zeit. Mehr Sicherheit. Das ist unser Versprechen. Wir analysieren sämtliche Finanzdaten Ihres Haushalts, werten sie aus und erstellen Ihr ganz persönliches Finanzgutachten. Damit geben wir Ihnen konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihre Ausgaben senken und Ihre Einnahmen erhöhen, wie Sie sich vor finanziellen Risiken schützen und Ihre Wünsche und Ziele schneller erreichen. Unsere Beratung ist fair, transparent und ehrlich. Wir richten uns nicht nach Geschäftszeiten, sondern nach Ihren Bedürfnissen. Wir betrachten Ihren Haushalt ganzheitlich, wie ein kleines Unternehmen. Darum nennen wir uns auch die Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Wir hören Ihnen zu und begleiten Sie, wenn Sie wollen, ein Leben lang. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sicherheit. Das ist unser Versprechen. Die Geisterbahn läuft tatsächlich jetzt ganz gut, nur momentan noch im familienfreundlichen Programm. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie es jetzt gerade aussieht. Die steht jetzt in Böbling, das ist der dritte Spielort sozusagen. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch noch eine Runde wieder mitgefahren. Und es hat auf jeden Fall so gut wie fast alles funktioniert. Eine Figur ging nicht, weil irgendein Junge, 12 Jahre oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie dumm man sein kann, hat wohl eine Figur einfach mitgerissen. Also, weiß ich nicht. Man packt doch da nichts an und ganz ehrlich, also Leute, lasst die Finger weg von irgendwelchen Figuren, packt die nicht an, die sind teuer. Und ihr wollt doch auch Spaß haben und so funktionieren halt irgendwann auch einfach keine Sachen mehr, wenn man sie anpackt oder sowas. Jetzt gibt's die Fisting-Runde hier. Hauptsache ich krieg meine Cappy irgendwie wieder. Ich hoffe, die wird mir nicht geklaut. Größte Sorge. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, da ist er. Ah,
Charakter vom Versmolder Horrorhof waren ungefähr von 15 bis 22 oder 23 Uhr da und haben halt wirklich fast die ganze Zeit Vollpower gegeben. Die haben vorm Spukschloss echt das Publikum mega, mega gut gescared. Und drin auch, man hat da richtig, richtig krasse Schreie aus der Bahn gehört. Echt manchmal mega krass übertrieben, finde ich. Aber ja, ist halt einfach so, wenn man davor Angst hat. Also ich jetzt persönlich irgendwie nicht mehr ganz so krass. Gut, es kann sein, dass man mal abgelenkt wird und dann wird man halt von einer zweiten Person erschreckt. Dann erwischt es mich auf jeden Fall auch. Irgendwann bin ich dann vom Kameramann zum Kassierer geworden und saß auf einmal in der Kasse. Hat super viel Spaß gemacht irgendwie, hätte ich nicht gedacht. Und man konnte einiges sehen von der Kasse aus, wie Leute sich erschrocken haben. Und ich hatte irgendwie meinen Spaß, auf jeden Fall. Oh mein Gott, die erschrecken sich gerade richtig hier. Ihr seht hier, Mädels. Ihr müsst hier rein!
zwei Mädchen, die sind da überlegen, ob sie reingehen oder nicht. Die laufen die ganze Zeit die Scare-Actors. Was passiert hier gerade, Leute? Was passiert hier gerade? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist so lustig. Das ist... Leute, fahren! Scheiße! Meine Güte! Ah, ich kriege hier einen Lachkrampf des Todes gerade in der Kasse. Ich werde mich jetzt auch mal ein bisschen versuchen, einmal mit erschrecken. Ich mache auch mit. Ich kann keine Stimmen machen. Das war's mit dem Video vom Spukschloss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt denen doch bitte ein Like. Und abonniert meinen Kanal, das ist kostenlos. Schaut euch doch gerne die nächsten Videos jetzt an, die hier angezeigt werden. Einmal hier, dann da, dann da. Und ja, hier könnt ihr direkt abonnieren, tatsächlich. Wirklich kostenlos, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.